Auf nach Krustiland! Ich bin echt froh, dass die Aufnahme jetzt läuft und dass vor allem jetzt endlich mal Mirror Op mal mir keinen Strich durch die Rechnung macht und wir jetzt endlich mal richtig aufnehmen können. So, Krusty soll jetzt also seriös werden. Gesagt, getan, er jongliert, ja. Sehr seriös. Hier greift jetzt auch noch mal ein bisschen was ab. Hat der Matthias ja eigentlich schon ganz schön hier gebaut, ja, halbwegs. Da habe ich mich auch irgendwie letztes Mal vertan. Ich habe irgendwie letztes Mal gedacht, er hätte das andere auch schon gebaut. Aber das. Er hat nur das hier gebaut. Krustyland-Ticket. 662. Death Drop. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Ah, wo bin ich jetzt? Oh, wo bin ich jetzt hingegangen? Moment. Nein, jetzt bin ich auf Danny irgendwas gegangen. Scheiße. Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Egal. Lieber Danny, wenn du das siehst, wenn du uns zuguckst, wir machen jetzt hier da mal deine Stadt ein bisschen dreckig. Wo kann man denn noch was dreckig machen überhaupt bei dem Guten? Wobei er ja doch ein etwas eigenwilliges Design. Komm, wir machen deine Polizeistation mal sauber. So, gern geschehen. Und damit gehen wir auch wieder zurück in unser kleines Dörfchen. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. Ich lade, ich lade, ich lade. Krabubble, wo immer die geile Musik gespielt wird. So. Komm, ein paar Leute schicken wir jetzt eben noch auf Aufgaben. Einfach, damit wir auch noch ein paar Folgen kriegen, ey. Das ist sonst langweilig. Pro Tag nur so 5 Minuten, das ist doch scheiße. Außerdem können wir da noch ein bisschen Geld hier snacken. Was machen denn... Also ich habe ja euch gefragt, was so die meiste Kohle bringt pro Tag. Damit man auch seine klamme Kasse hier mal ein bisschen füllen kann. Da habt ihr ja gesagt, die blauen Häuser, habe ich ja gesehen. Hat Matthias schon, Moment, eins, hier sind auch noch welche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück gebaut. Ja, bringen uns in 19 Minuten nochmal was ein, okay. Willy kann jetzt erstmal ein paar Blätter haken und so weiter. Was haben wir hier noch? Apu! Ich mache jetzt, glaube ich, alle mal so auf 12-Stunden-Schichten, wenn es geht. Dann kann ich morgen früh nochmal was aufnehmen. Er lässt sich jetzt von seinen Hunden ein bisschen chauffieren. Skinner! Skinner kriegt auch eine Aufgabe. Und der dicke Comicbuchverkäufer. Den braucht ja auch wirklich jede Stadt. Der kann ein bisschen Cosplay machen. Den Iren, Tom O'Flanagan. Den lassen wir mal ein bisschen tanzen. Wobei, ich hatte doch Nelson irgendwo gesehen. Aber machen wir erstmal Fat Tony. Fat Tony, der kann Get Rid of a Problem. Wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich einfach sagen, er wird einfach irgendeine Person los, oder? Das muss ich mir gleich mal angucken. Ich habe das ja noch nicht gesehen. Ja, er wird jetzt Hall Monitor. Wo ist denn hier Fat Tony? Ich habe den doch irgendwo. Ja, ich habe es mir gedacht. Er buddelt ein Loch, wo er wahrscheinlich dann irgendwen verschwinden lässt, aka ein Problem. So, mal ein bisschen Geld. Und was mich auch noch wirklich interessiert, also ich habe ja gesehen, ich weiß nicht genau, seit wann es Let's Play, also seit wann es das Spiel gibt für Android. Ich tippe mal so ein halbes, ja nicht ein halbes Jahr, ein bisschen länger vielleicht. So dreiviertel Jahr, denke ich mal. Würde mich mal interessieren, wer von euch denn schon am längsten spielt. Also ich denke mal, für iOS wird es das Spiel ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger gegeben haben. Dann teilt mir doch einfach mal mit, seit wann ihr schon spielt. Ich habe irgendwann mal gesehen, es gab auch schon so einen Special-Moment, Klingel. So, da sind wir wieder. Bei Simpsons Survivor die Türklingel. Muss ich natürlich mal eben dran gehen. So, weiter geht's. Also, mich würde interessieren, seit wann spielt ihr denn schon? Ich habe ja gesehen, bei iOS. Ja, bei iOS geht es ein bisschen länger schon. Cletus hat auch noch eine Sprechblase. Oh. Cletus machen wir gleich auch noch eben. Also, wann habt ihr angefangen zu spielen? Vielleicht, ich weiß nicht genau, wann es das für iOS gab. Aber gucken wir erstmal, was Cletus zu sagen hat. Thank you kindly for visiting my humble alcohol growing farm. I think you'll find lots of that rat in general drama around here, okay? Ah, er unterhält sich mit Winnie Wolfcastle. What trash are good for funny laugh at? It's a comedy of knowing I'm better than you, okay? Bla bla bla. Ja, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu langweilig eigentlich.
I enjoy this because your accent is weird. Ja, die wollen das natürlich jetzt so ein bisschen als Ösil machen und machen jetzt ein paar Schreibfehler da rein. Das ist natürlich auf Deutsch wahrscheinlich noch lustiger. Ich habe das ja bei Matthias mal gesehen, habe ich ja leider nicht auf Deutsch. Deswegen, that statement carries no irony. Climbing up the D-List. Make Wolf Castle's shoot show at Cletus Farm. Make Cletus yokel it up at his farm. Was heißt denn yokel? Hm. Wolf Castle, okay. Na okay, das hört sich auf jeden Fall schon ganz authentisch an eigentlich. Hört sich so ein bisschen auch an wie... Hört sich auch so ein bisschen schon so an wie... Der gute Arnie, das soll ja eine Anspielung sein auf Arnold Schwarzenegger, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, so. Triffit, bauen wir jetzt erstmal an. Wo ist denn jetzt, wo haben wir jetzt Cletus gehabt? Den guten alten Cletus, den brauchen wir ja noch. Da haben wir doch, da habe ich noch gesehen, da habe ich die noch gesehen. Jokel it up at his farm. Jetzt bin ich mal gespannt. Solange machen wir, lassen wir eben noch Flanders Net attend church. Und Lenny work on his mystery novel. Ja, ist klar. Wo war er denn jetzt? Wo ist denn jetzt hier? Da ist doch Cletus. Na toll, der ist weg. Hm. Die sind beide da drin verschwunden. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich erwartet hatte eigentlich. Herman. Lass mal auch noch eine 12-Stunden-Schicht machen. Und dann, ich gehe eigentlich ganz stark davon aus, dass wir dann das nächste Mal endlich mal den Minigolfplatz in Angriff nehmen können. Kann ja auch wirklich nicht sein, dass man jetzt hier nur... Alter, die ganze Zeit die Folgen damit verschwendet, jetzt hier mehr oder weniger die Leute einfach nur auf Aufgaben zu schicken. So, Crabubble ist auch unterwegs. Lisa... Die normale Lisa hat natürlich ein paar mehr Aufgaben als die Sport-Lisa und deswegen geht sie jetzt zur Sonntagsschule. Smithers! Der ja heimlich in Mr. Burns verliebt ist. Ich weiß, wisst ihr natürlich. Smithers! Ich glaube, Matthias ist auch heimlich in seinen Chef verliebt. Pray to Poseidon. Naja, betet jetzt Poseidon an. Haben wir jetzt mittlerweile denn eigentlich fast alle? Also... So langsam, aber sicher müssten wir doch alle Leute hier versorgt haben. Ne, Milhaus noch nicht. Milhaus macht jetzt wieder... Was macht er denn? Ey, Drachensteigen nicht. Er geht auch zur Sonntagsschule. Er ist ja eh in Lisa verknallt. Hier sind da alle schon mehr oder weniger beschäftigt. Das ist gut. Was kann man denn jetzt hier noch machen? Also ich habe mal gemerkt, also gut, es läuft nicht ganz flüssig, das ist natürlich klar. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wenn Matthias scrollt, dann hat man immer so ein bisschen Überschneidungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Zumindest wenn ich scrolle, habe ich das nicht. Also, das ist zumindest dann schon mal ein Vorteil. Wenn ihr euch dann vielleicht auch beschweren solltet, dass ich die Folgen mache, okay. Aber zumindest ein kleiner grafischer Vorteil, den ich jetzt mal so jetzt hier nicht unerwähnt lassen wollte. So, ein paar braune Häuser sind noch fertig. Das bringt natürlich kaum Geld, das ist schon klar. Also, die braunen Häuser sind ziemlich für den Arsch. Quickie Mark bringt halt auch ab und zu mal was. Aber ich will jetzt einfach noch irgendwen finden, den wir jetzt hier noch nicht hatten. Für unsere Aufgabenjagd. Nö, nee, unten ist alles okay. Agnes. Oh, ja, falsch verklickt. So. Agnes ist da immer noch am Rumeiern, okay. Lenny ist auch... Ah, Hummer! Hummer ist noch nicht. Und ich habe mal überlegt, den Atommüll, den ihr da seht, den lasse ich auf jeden Fall da. Ist besser, das sieht besser aus, ist ja auch direkt vom Atomkraftwerk. Hummer macht... ach, zur Kirche. I thought this was a game! Ja, du musst jetzt in die Kirche gehen, mein lieber Hummer. Das sieht so geil aus, wie Karl da hüpft, ohne Scheiß. Oh mein Gott. Nein, ich bin weg, ich bin rausgegangen. Ja, Freunde, der Akku ist leer. Ihr seht mal wieder meinen Bildschirm vom Handy und deswegen an dieser Stelle mehr oder weniger gezwungen, der Schluss des Let's Plays. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, Freunde. Ciao.